Hey, YouTube-Freunde, und grüßt euch meine Twitch-Läuse zu einem weiteren Video zum Miniset. Und zwar diesmal gehen wir auf die Karten ein. Da das Miniset ja schon in 2 Tagen erscheint und wir dann schon spielen können, will ich natürlich das auch einigermaßen alles abgehakt haben vorher. Insofern, ja, das Video gibt es jetzt heute Morgen. Es gibt mindestens noch ein Video heute Mittag, heute Nachmittag. Aber eventuell gibt es sogar 2 Videos noch. Also eventuell gibt es tatsächlich 3 Videos am Tag, damit wir die Karten alle durchbekommen. Wenn die Erweiterung einmal raus ist, will man über die Karten eh nicht mehr groß vorher reden. Man will das vorher machen, man will vorher sich Gedanken machen und dann wird gespielt. Insofern, ja. Die Patch Notes sind draußen. Ich verlinke unten in der Beschreibung die Patch Notes. Ich mache da jetzt nicht nochmal extra ein Video drüber, weil ganz ehrlich, es sind halt ein paar Battlegrounds-Sachen, es sind ein paar Duels-Sachen. Das ist ja eh nicht so mein Thema. Insofern, so viel Neues ist das nicht. Darüber jetzt nochmal ein Video zu machen, halte ich für Schwachsinn. Also, wer den genauen Patch Notes wissen möchte, unten in der Beschreibung ist ein Link. Ansonsten gehen wir jetzt auf die Karten ein, machen jedes Mal so 6, 7, 8 Karten. Ich kann unten auch in die Beschreibung hauen, wann ich welche Karte bespreche, wenn euch eine bestimmte interessiert nur. Dann könnt ihr in dem Video direkt zu der Karte springen. Okay, los geht es. Wir fangen an mit Envoy Rustvix. Tatsächlich fast meine Liebling, oder ist es meine Lieblingskarte bisher? Ja, Deathrattle, shuffle 3 random prime legendary minions into your deck. 5 Mana, 5-4, also, ja, eine relativ langsame Karte für 5 Mana, 5-4er Stats, ohne Taunt, ohne irgendwas. Das ist nicht total, also 5-4 ist nicht super grausam, 5-4 sind 4 Mana Stats. Also die Karte ist quasi 1 Mana zu teuer. Das ist sie also langsam, insofern ist es jetzt nicht grausam langsam, diese Karte, muss man wirklich sagen. Sie ist spielbar. Und dann shuffelt sie 3 Prime Legendaries ins Deck. Und Prime Legendary heißt die verbesserte Version. Ich dachte erst, es ist die kleine Version. Aber die heißen nicht Prime. Prime heißen wirklich die, die dicken. Ja, und ganz ehrlich, ja, sagen wir mal, das Ding stirbt Turn 6 oder 7. Und du topdeckst dann irgendeinen der Primes. Das ist doch super. Also jeder Prime ist gut. Welcher Prime ist denn groß schlecht, dass man ihn nicht topdecken möchte? Oder dass das einen jetzt irgendwie schlechter macht? Also, so langsam halte ich die Karte gar nicht. Insofern, ich bin gespannt. Das kann eine dieser Karten sein, die wirklich nur Leute spielen wie ich, die Spaß am Game haben wollen. Ein bisschen random, ein bisschen Bullshit. Alles gut. Aber ich finde, sie ist auch schon, hat schon Tendenzen zu, eine wirklich gute Karte zu sein. Weil, wie gesagt, super slow ist sie nicht. Und sie macht viel Value und die Primes sind ja keine schlechten Karten. Also, die Primes werden in T1, T2 Decks, werden die Primes gespielt, weil sie gut sind. Ich meine, hier unten hat sich einer die Mühe gemacht. Da können wir mal gerade durchgehen. Ja, Paladin Prime. Absolut krasse Boardkarte für Turn 8. Solarian Prime. Ja, okay, random, ich weiß, aber trotzdem allgemein gut. Lady Varsh. Ich meine, man mischt sich 3 Karten ins Deck. Das heißt, wenn man damit Lady Varsh 3 Karten zieht und die kosten 3 weniger, ganz ehrlich, so schlecht ist Lady Varsh. Ich weiß, sie wird nicht gespielt wirklich. Aber das liegt ja daran, dass du erstmal den ersten Prime ziehen musst. Der muss dann sterben und dann musst du sie ziehen. Das passiert einfach viel zu selten. Ansonsten ist ihr Effekt ja wirklich nicht schlecht. Mit 3 Karten ziehen, die 3 weniger kosten. Auch wenn Warlock natürlich Card Draw hat. Kagas Prime, mega. Gerade auch mit der Rüstung für den Warlock. Vielleicht nicht die beste Karte ever, aber schlecht ist es auch nicht. Kein schlechtes 10-Mana-Play. In Ordnung auf jeden Fall. Also auch keine schlechte 7-Mana-Karte. Der Prime ist super. Damit kann ein unendlicher Zirkel beginnen. Also wenn der Warlock den bekommt, Resurrected Kenrithed den, und der mischt, also theoretisch gesehen kann es passieren, dass der Mann immer wieder den Warlock Prime bekommt und der Warlock Prime immer wieder den hier. Also theoretisch kann man fast unendlich gehen, wenn man Glück hat mit dem Deck. Das kann natürlich ein bisschen ätzend sein, gerade in einem Kontroll-Matchup, muss man wirklich sagen. Und Akama Prime ist okay. Das ist jetzt kein Highlight vielleicht, aber kein einziger davon ist wirklich total schlecht. Also ja, absolut witzige Karte. Ich habe richtig Bock, Control Warlock in irgendeiner Art und Weise mit der Karte jetzt zu spielen. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir testen werden am Donnerstag. Ja. Leicht langsam, ein bisschen zu slow. Das ist der Nachteil. Und deswegen wird man sehen, ob es dann reicht, um wirklich eine sehr gute Karte zu sein. Oder ist es nur eine lustige Karte? Ist es eine gute, einigermaßen vernünftige, lustige Karte? Oder ist es wirklich eine sehr, sehr gute Karte, die auch wirklich in Control-Warlock-Decks gespielt wird und Control-Warlock ist gut.
Das ist auch, das passt, das ist mit Tekatos und mit den ganzen Removal, dass das hinhaut oder stirbt man halt einfach. Wie das halt so manchmal so ist als Warlock, ne? Aber total witzige Karte. Ja. Natürlich auch wieder sehr viel RNG, also weniger RNG kann man der Karte nicht zuordnen. Das muss man leider mal so sagen. So, ein nächstes Legendary. Keywarden Ivory. 5 Mana, 4-5, eine Schurken-Magier-Karte. Battlecry, discover a Dual-Class-Spell from any class. Spellburst, get another copy. Also, man discovert eine Dual-Class-Spell. Die 1 Mana, Devolving Missiles vom Schamanen Magier. Mir fallen die gerade gar nicht ein. Es gibt genug Dual-Class-Spells. Ich komme gerade nicht drauf, welche es da so gibt. Müsste man jetzt alle sich angucken, damit man wirklich auch sagen kann, wie gut sind die, wie schlecht sind die. Damit man sagen kann, wie oft ist die Karte mega, wie oft ist die Karte nicht so gut. Aber jetzt mal als Beispiel, ich spiele die Karte Turn 6, bekomme die Devolving Missiles, spiele die Devolving Missiles und bekomme direkt noch einmal die Devolving Missiles. Das ist schon ziemlich gut. Also, das ist ein ganz simple, also Turn 6 spielen, die wollen Missiles picken, die wollen Missiles spielen, nochmal, die wollen Missiles bekommen. Ein Beispiel. 5 Mana, 4-5er Stats sind okay, ist in Ordnung. Spells von anderen Klassen discoveren, die man selber nicht hat, ist immer gefährlich oder ist immer, könnte immer broken Geschichten machen und kann immer für Frustration sorgen, gerade beim Schurken. Also, eine grausam schlechte Karte ist es auf gar keinen Fall. Ob sie wirklich so gut ist, dass sie zum Beispiel in diese Schurkendecks, also diese Schurkendecks, die jetzt rumlaufen mit dieser ganzen RNG und den Questings, ob die Karte da jetzt noch reinpasst. Jundis kostet auch schon 5 Mana. Dann noch ein 5 Mana Legendary. Die Karte ist langsamer als Jundis. Ja, keine Ahnung, ob das passt. Aber schlecht auf gar keinen Fall im Highlander Mage. Also einen Slot im Highlander Mage könnte man auf jeden Fall füllen damit, würde ich sagen. Schlecht niemals, nicht super schnell, aber viel RNG, viel Discover, Into Discover. Was Schurke und Magier eh schon genug haben und eigentlich auch zu viel haben. Also ich mag die Karte, aber dass Schurken und Magier jetzt noch mehr Discover bekommen, der vielleicht einen Spell discovert, der noch einen Spell discovert oder noch mehr Rende macht, das weiß ich nicht. Also in anderen Klassen wäre es vielleicht in Ordnung, aber im Magier-Schurken, die haben eigentlich schon genug davon. Aber eigentlich eine ganz witzige Legendary, die ich für auf gar keinen Fall Schrott halte. Nur, ob sie es jetzt in die ganz obere Klasse schafft, das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Landslide. Deal 1 damage to all enemy minions. If you're overloaded, deal 1 damage again. Also, 2 Mana, 1 Schaden auf den Gegner machen. Und wenn man überladen ist, macht man 2 Damage. Ich sag mal so. Wenn man nicht überladen ist, ist es Arkane Explosion. Also nicht überladen, Arkane Explosion. Und wenn man überladen ist, dann macht man 2 Damage. Dann ist die Karte schon viel besser. Also für 2 Mana 2 Damage machen ist ziemlich nice. Der Demon Hunter hat eine Karte, die macht das. Nur damit trifft man halt seine eigenen. Aber die macht immer 2 Damage und die ist super. Also die Demon Hunter 2 Mana Karte 2 Damage machen als AOE ist klasse. Die ist richtig gut und die hier hat den Vorteil, dass sie nur Gegner trifft, aber den enormen Nachteil, dass man halt überladen sein muss. Also ich halte die Demon Hunter Karte für wesentlich besser, zumindest aus Control-Perspektive, weil als Control-Deck hast du eh oft keine Karten auf dem Feld oder wenige Karten auf dem Feld oder weniger als der Gegner. Das heißt, deine eigenen Diener zu treffen ist nicht so schlimm. Und hier musst du aber jetzt, um den Effekt vom Demon Hunter zu erzeugen, musst du überladen sein. Und so viele Karten überladen nicht. Also, die Karte ist nicht grausam. Die Karte ist ein günstiges AOE. Der Schamane hat viele AOEs, stand jetzt noch. Aber er hat kein wirklich günstiges AOE. Und das ist günstig, insofern ist das super. Jetzt muss man nur gucken, ob man irgendwie Spell Damage, Moag oder halt Überladung spielen kann oder ins Deck bekommt, damit die Karte wirklich gut ist. Also, wenn man wirklich nur einen Schaden dauernd macht, dann ist die Karte Schrott und dann spielt man die nicht. Ich glaube, also für den einen Schaden macht man das nicht. Du musst die Karte mit Spell Damage gebufft oder mit Überladung gebufft spielen oft, und das muss oft klappen, damit die vernünftig ist. Und das ist halt die Frage, ob man das hinbekommt, ob man ein Deck bauen kann, was damit funktioniert. Weil nur für ein Damage, Arcane Explosion spielt kein Mensch, die Karte ist kacke und da würde man die auch nicht spielen. Und wie gesagt, so oft ist man nicht überladen. Insofern
keine schlechte Karte per se, aber ich bin mir mit der, mit dieser Überladungsgedöns, ob das, da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Sache ist, die man oft erreicht. Und gerade halt, die man dann erreicht, wenn man es braucht. Also ich brauche jetzt Turn 2 oder ich brauche jetzt Turn 3 den Board Clear, der 2 Damage macht. Ja, bin ich Turn 2 oder 3 überladen und kann 2 Damage machen? Weiß ich nicht. Also ich finde es toll, dass der Schamane ein günstiges AOE bekommt. Also für wenig mal, das finde ich toll. Aber die Umsetzung, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Schauen wir mal. Da muss man sich an den Deckbau setzen. Ich werde mit Moark, könnte die Karte noch am ehesten funktionieren vielleicht. Lightsteed, eine Priesterkarte für 4 Mana, 3-6 und ein Elementar. Your healing effects also give affected minions plus 2 health. Ja. Also erstmal 4 Mana, 3-6, das sind gute Stats. Also für 4 Mana 6 Leben haben und 3 Angriff auch noch, erstmal gute Stats. Elementar. Elementar schadet nicht, würde theoretisch mit Enzos wiederbelebt werden, kann nur Vorteile haben, vielleicht bringt es irgendwas oder vielleicht kann man, wenn es mal ein Enzos-Deck geben würde. Aber der Effekt ist irgendwie, ich meine, also Stand jetzt, wenn man sich die Priester-Decks jetzt anguckt, bringt das was? Also gibt es irgendwie, das ist doch also tempoorientiert, oder? Also ich meine, ein Control-Priest, der das Board nur clearen möchte, der braucht das nicht. Also ich würde die Karte in einem Tempo-Deck sehen. Also wenn überhaupt in einem Tempo-Deck, in einem Minion-orientierten Tempo-Deck, du spielst Turn 1 einen Diener, Turn 2, Turn 3, Turn 4 und so weiter und so fort. Und dann Turn 5 oder 6 heilst du dich und dann werden halt andere geheilt. Du behältst das Board, du behältst die Stärke, du ziehst durch und gewinnst dann Turn 8 oder 9 oder 10. Mit irgendwie noch ein oder zwei Powerplays. Irgendwie so ein tempo-orientiertes Midrange-Deck. Da kann man die Karte irgendwie sehen, auch Minion-orientiert. Aber das macht der Priester halt im Moment irgendwie nicht. Oder das ist nicht die Art des Priesters und das sehe ich halt auch nicht. Also ja. Und dann muss man sie auch mit die Heilungskarten muss man auch erstmal haben. So viele Heal-Karten hat der Priester auch nicht, oder? Die wirklich gespielt werden oder die richtig gut sind. Also vielleicht sehe ich irgendwas nicht oder verstehe die Karte nicht ganz richtig. Aber wie gesagt, 4 Mana, gute Stats, Elementar passt. Also von dem her ist die Karte schon mal okay und nicht grausam. Aber ob der Effekt zum Tragen kommt, sehe ich im Moment eher nicht. Und bin mir, also, ja, und wenn, dann ist es irgendeine Kombo oder irgendwas, was ich jetzt wirklich nicht sehen kann, was dann irgendwelche schlauen Deckbauer herausfinden müssen. Aber einfach so als simplen Effekt wirkt das irgendwie schwach. Imprisoned Celestial, eine Paladin-Karte, dormant. Spellburst, give your minions device. Also, du spielst ihn 3 Mana 4-5. Sind quasi die gleichen Stats, wie der Magier hat. Der Magier hat ja auch eine Dormant. 3 Mana 4-5. Und wenn der rauskommt, macht er halt das AOE mit den 2 Damage. Und wenn dieser hier rauskommt, dann gibt er deinen Dienern Divine Shield. Also, an und für sich 3 Mana 4-5. Dann, das ist okay mit dem Divine Shield. Also, der Punkt ist, er gibt sich selber Divine Shield, oder? Also das ist das Mindeste, ne? Also er erwacht und er selber gibt sich... Das heißt, du hast quasi für 3 Mana einen 4-5er Divine Shield, ne? Das ist ja schon mal... Also für 3 Mana einen 4-5er mit Divine Shield, das ist ja schon gar nicht so schlecht. Natürlich ist die Karte dormant, natürlich kommt sie erst Turn 5 dann raus. Also sagen wir mal, du spielst sie Turn 3, dann kommt sie Turn 5, aber einen 4-5er mit Divine Shield, das ist jetzt per se schon mal nicht dramatisch schlecht, aber würde man natürlich jetzt nicht spielen. Die Frage ist... Wie oft kann der Paladin es wirklich dann hinbekommen, dass er wirklich auch ein Board hat? Ich meine, der Paladin ist ein Tempo, ist ein Midrange-Deck. Der Paladin spielt seinen One-Drop. Der Paladin spielt seinen Two-Drop. Dann spielt er Turn 3 die Karte. Dann spielt er Turn 4 eine Karte. Also die Chance, dass irgendwas überlebt, ja, was er dann, dem er dann Divine Shield geben kann, halte ich jetzt schon nicht für so schlecht. Also, wie gesagt, 3 Mana 4-5 sind gute Stats. Mindestens gibt er sich selber Divine Shield. Also der Effekt geht auf jeden Fall durch, weil das passiert schon mal. Und es ist also dann nicht grausam schlecht. Und dann ist halt die Frage, wie gut kriegt der Paladin es hin, dass er Diener auf dem Feld hat, die dann... Also wenn er nur ein oder zwei Diener Divine Shield gibt,
dann ist das schon eine sehr, sehr starke Karte, weil die Weinschild ist mega nervig, ist schwer zu clearen. Und das dann schon 5 oder 6. Insofern ja. Interessante Karte, spannende Karte und durchaus in einem sehr, in einem tempoorientierten Midrange-Deck, schon wieder als tempoorientierte Midrange-Deck sind mir gerade sehr ins Herz gewachsen, aber es muss ein Deck sein, was halt wirklich Turn 1 ein Diener, Turn 2 ein Diener, Turn 3 ein Diener, Turn 4 ein Diener, Turn 5 ein Diener oder vielleicht irgendwie eine Karte hat, womit 3 oder 4 Diener beschworen werden. Gleich kommt zum Beispiel noch eine, die können wir ich glaube, die kommt heute nicht, aber die kommt bald. Also, es gibt eine Paladin-Krieger-Karte, die beschwört für 4 Mana 2 Diener, wenn kein Diener auf dem Feld ist. Und ich denke mal, der gilt als kein Diener. Das heißt, wenn du Turn 3 diese Karte spielst und du spielst Turn 4 die mit den beiden Taunts, wenn dann einer von denen überlebt oder beide, dann hast du 3 Dienern Gottesschild gegeben. Also ja. Per se keine grausame Karte. Es ist halt, wie gesagt, man muss gucken, wenn 2, 3 Diener Gottesschild bekommen, ist es sehr, sehr stark, aber klappt das halt. Weil natürlich wird der Gegner alles daran setzen, zu clearen. Also der Gegner wird ja alles versuchen, das Board zu clearen, wenn er weiß, das Ding ist auf dem Feld. Weil er weiß ja, die kriegen Gottesschild. Also er wird niemals was leben lassen, wenn das, außer er kann es halt nicht anders. Ne? Aber der Paladin hat starke Karten, der Paladin hat eine gute Curve. Insofern mal gucken. So, kommen wir zu einer Base, eine Karte, die alle spielen können. Neutral nennt sich das Wort, genau, eine neutrale Karte. Armor Vendor. Battlecry, give 4 Armor to each Hero. Ganz ehrlich, grundsolide Karte. Das ist so eine Karte, die ist halt, es gab früher mal eine, die hat, glaube ich, 1 Mana, 2-2. Und wenn die gestorben ist, haben beide 4 Leben bekommen. Gab es mal eine Karte. Und daran erinnert mich die. Das ist eine 1-Mana 1-3er Karte und sie gibt halt direkt 4 Rüstung. Grundsolide Karte, gute Stats für 1 Mana. Also wenn du nicht das Aggro-Deck bist, wenn du eher Control spielst oder du wenigstens Midrange spielst und du willst halt einen soliden One-Drop haben, der ein bisschen was macht und der dich gegen Aggro rettet in einer sehr, sehr aggressiven Meta, warum nicht einen 1-Mana 1-3er spielen, der dir 4 Rüstung gibt? Und selbst später im Game, ich meine, es ist immer noch ein, selbst wenn du 10 Mana hast, du machst jetzt du hast 10 Mana, du spielst eine 7- oder 8-Mana-Karte und du schmeißt halt die Karte mit rein, um dich einfach um 4 zu heilen. Also zum Beispiel Warlocks, die nicht viel Heal haben oder Magier, die nicht viel Heal, also Klassen, die nicht viel Heal haben, wie Warlocks, Magier, Hunter, ja okay, Hunter, also Control Hunter, aber natürlich gibt es den nicht, aber also das ist ganz klar zum Beispiel eine Magierkarte. Ich würde die Karte in einem Magier sehen, ich würde die Karte in einem Warlock sehen. Also alle die Klassen, die normalerweise nicht viel Leben haben und sich nicht viel heilen können, die dann einen soliden One-Drop spielen, den sie Turn 1 aufs Board werfen können oder halt später einwerfen, um sich um 4 zu heilen. Ich mag die Karte sehr. Ich finde die Karte klasse, weil sie das Deckbuilding wesentlich flexibler macht. Also einen kleinen Heal für jede Klasse, den jede Klasse spielen kann, das finde ich sehr, sehr gut. Insofern eine sehr nette Karte, die mir gut gefällt. So, ich glaube, die letzte für heute, ich weiß es nicht genau, ich glaube, Barricade, das ist die Karte, die ich meinte, Leute. Eine Paladin-Krieger-Karte. Summon a 2-4 Guard with Taunt. If it's your only minion, summon another. Also, du beschwörst einen 2-4er mit Taunt und wenn es der einzige Diener ist auf dem Feld, dann kriegst du noch einen. Ja, also wenn du, also der Effekt muss hochgehen. Also wenn du einen 2-4er spielst, dann ist die Karte kacke. Also ein 2-4er mit Taunt für 4 Mana spielt kein Mensch, die Karte suckt. Insofern, dann bringt sie nichts. Also muss der Effekt losgehen. Aber jetzt nehmen wir mal Control Worry. Also Control Worry, der macht eh nichts, der spielt sowieso die ersten 5 Turns nichts außer eine Waffe. Der spielt dann 4 8er Stats, Turn 4 mit Taunt. Big Worry will keine Diener im Deck haben. Big Worry möchte Turn 7, 8, 9 die Powerplays machen und möchte keine günstigen Diener spielen, weil er sich damit die Karten kaputt macht. Die Karte ist prädestiniert für Big Worry. Turn 4, 4 8er Stats aufs Feld bringen, mit Taunt, die dich beschützen, gute Stats, defensive Stats, du kommst ins Late Game, du kannst deine dicken Karten spielen, also je, oder auch Big Paladin. Big Paladin, Big Worry, die ganzen Big Decks, die keine günstigen Diener spielen wollen, da kannst du die Karte spielen. Du hast eh nichts auf dem Feld und es ist ein Spell, das heißt, du machst deine anderen Spells. Mega.
Ja, also wie gesagt, in einem ganz normalen Control-Worry durchaus. In Big Decks richtig, richtig gute Karte. Big Baller, Big Worry, beides Karten, die gespielt werden, beides Decks, die gespielt werden. Das Einzige, wo ich die Karte jetzt nicht sehe, ist in einem Standard-Paladin, also in einem Standard-Librem-Paler. Der Librem-Paler spielt Turn 1 eine Karte, Turn 2 eine Karte, Turn 3 kommt Gudrune aufs Feld. Der hat halt meistens einen Diener auf dem Feld. Und der packt sich keine Karte ins Deck, die dann nicht funktioniert. Also, ja, sie funktioniert manchmal, manchmal funktioniert sie nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass sie in einem Standard-Librem-Paladin drin ist, weil der hat zu oft Diener auf dem Feld, denke ich. Oder sie ist so gut, dass er trotzdem sagt, fuck it. Wenn ich einen habe, dann spiele ich sie halt nicht. Und wenn ich keinen habe, ist sie aber so gut, pack sie trotzdem rein. Ja. Also ich denke, die Karte ist wirklich grandios für bestimmte Decks. Wie gesagt, die Big Decks. Oder auch einfach Control Worry. Und vielleicht nicht ganz so passend für andere Decks. Aber insgesamt eine sehr, sehr gute Karte. 4-8 Stats für 4 Mana mit Taunt. Super. Ja. Das war's, Leute. Wir haben auch die 20 Minuten geknackt. Nochmal, auch wenn es jetzt eigentlich zu spät ist, aber ich packe unten in die Beschreibung die Zeiten rein für jede Karte. Also wenn ihr eine einzelne Karte hören wollt, auch für die nächsten Videos, wenn ihr nur die Besprechung einer einzelnen Karte hören wollt, könnt ihr unten direkt zu der Karte springen. Es kommt auf jeden Fall noch später noch ein Video, also mindestens eins noch, aber eventuell zwei, wo wir noch mehr Karten besprechen, weil wie gesagt, wir wollen da jetzt in den ein, zwei Tagen recht schnell durch, weil Donnerstag kommt ja schon die Erweiterung. Ich will jetzt auch nicht noch mehr Zeit verlieren. Ich denke, ich habe genug geblubbert. Danke fürs Anschauen. Viel Spaß mit den neuen Karten. Und wir sehen uns hier oder auf Twitch. Bis dann. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.